In diesem Podcast geht es darum, berufliche Hindernisse auf mentaler Ebene aufzudecken und Lösungen wie Möglichkeiten zu besprechen. Alles dreht sich hier um die innere und äußere Klarheit. Das ist der Weg zur langfristigen Klarheit und Leichtigkeit. Willkommen zum Mindleader Podcast. Hey meine lieben Mindleader, willkommen zur neuen Folge. Hier geht es heute um das Thema, wenn wir etwas bereuen. Für die einen oder anderen mag das ein bisschen schwer sein, das Thema Reue. Oh mein Gott, was mag das für ein Thema sein? Sowas kann man doch gar nicht mehr sagen heutzutage. Und ich möchte dich mitnehmen, spontan mehr oder weniger, denn ich habe kein Skript vorgefertigt. Dieses Mal nicht. Das allererste Mal, wo es so ganz komplett frei ist. Und ich möchte einmal durch die Partnerschaft gehen, durch die Arbeit gehen, durch Gefühle und Ansichten und durch Nähe und Intensität. Wenn du damit reingehen willst, bleib dran. Auf jeden Fall werde ich da einen kleinen Mini-Deep-Dive machen mit dir. Und mir ist das Thema wichtig, denn Reue, beziehungsweise Reue an sich, nicht alleine, sondern wenn wir etwas bereuen und dadurch Heilung finden, gar nicht nur spirituell, sondern auch wirklich seelisch, auf allen Ebenen, wo wir sagen, okay, wir finden mehr zu uns selbst dadurch. Was meine ich damit? Beispielsweise in der Partnerschaft. Es kommt mal zum Streit, ob das jetzt vielleicht auch das Thema Urlaub ist oder Besuch oder Feiertage oder ob das bei der Arbeit ist, Thema Erwartung, Bewertung und Druck, Thema Karriere und vieles mehr. Kann mal was passieren, dass wir durch dieses ständige Funktionieren, das ständige Funktionieren bringt uns wirklich manchmal an den Rand emotional, wo wir dann eben sagen, wow, das ist so, manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte platzen. Und dann kann es passieren, dass man mal platzt, ob das jetzt die falsche Person ist oder die richtige Person ist, die es abbekommt. Wir fühlen uns bei gewissen Dingen und Themen und auch bei gewissen Menschen schlecht. Ja, wie stark, das hängt natürlich von der Situation ab, auch von der Nähe des Menschen und der Wichtigkeit des Menschen im eigenen Leben. Aber generell fühlen wir uns dann eben halt schlecht und denken, oh Gott, hätte ich das bloß nicht gesagt. Und das ist okay, denn das zu fühlen ist was Positives, wenn wir denken, oh nein, 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 das hätte ich nicht sagen sollen oder nicht so sagen sollen oder nicht ihm oder ihr sagen sollen oder nicht jetzt sagen sollen. Es ist was Gutes, denn wir erkennen, dass wir etwas getan haben, was jemand anderem wehgetan hat, was uns wiederum wehtut, was wiederum etwas Gutes ist. Und in der Partnerschaft ist es wichtig, dass man sich mal streitet, mal ein bisschen Dampf ablässt. Ob das jetzt auch eine Streiterei im Urlaub ist oder der Besuch kommt, eine Partei in der Partnerschaft wollte das eben halt nicht. Die andere Person wollte das schon, weil es die Familie ist oder ähnliches. Ja. Klassiker ist, hey Schatz, am Wochenende kommen Eltern zu Besuch. Was? Das sagst du mir jetzt erst und los geht's. Das kann passieren, weil das vielleicht für den Mann oder die Frau das einzige Wochenende ist in diesem Monat, wo endlich mal nichts los ist, man richtig mal entspannen kann. Ich denke, das kennt jeder von uns. Ob das vielleicht auch sogar Feiertage sind, wie Weihnachten, die können sehr stressig sein. Ja, je nach Familienkonstellation, je nach Druck in der Arbeit, was ist da gewesen. Vielleicht kommt der Partner auch viel später oder gar nicht zum Weihnachtsessen, weil er noch arbeiten muss. Da gibt es vieles, ne? Viele Beispiele, viele Situationen und die Arbeit an sich ja sowieso. Ja? Erwartung und Bewertung gibt es jetzt nicht nur bei der Arbeit. Erwartung und Bewertung begleitet uns überall, jeden Tag. Und das kann Druck erzeugen. Und das ist okay. Druck ist meistens nur das, was man annimmt. Für die Menschen, die mental sehr stark aufgestellt sind. Für die Menschen, die nicht so stark aufgestellt sind, ja, das ist natürlich was anderes. Da darf man ein bisschen differenzieren. Nur achte mal drauf, wie gut du dich fühlst, wenn du dich vorher schlecht gefühlt hast, weil du etwas bereut hast. Du hast etwas getan, was du eigentlich nicht tun wolltest. Und da haben wir eine der häufigsten benutzten Wörter in Deutschland. Eigentlich. Und wir wollen nicht jemandem wehtun. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um jemandem weh zu tun, aber wir lernen durch Fehler. Und ich denke, wir sollten einen Unterschied machen, ob wir jemanden unabsichtlich
Schmerz zugefügt haben, seelisch jetzt gemeint, oder ob das wirklich mit Absicht war. Weil das ist eine andere Geschichte. Und diejenigen, die das mit Absicht machen, kommen selten an den Punkt, wo sie sagen, ah, ich bereue das. Ich bereue das, ich fühle mich so schlecht, so mies. Das ist eher selten der Fall. Und ich denke, dass die meisten Menschen sehr empathisch sind. Du vielleicht auch, ich denke das schon. Sonst wärst du, glaube ich, nicht hier. Dass wir vielleicht aber trotzdem nicht an den Punkt kommen, um mit dem Partner oder mit der betroffenen Person darüber zu reden. Viel wichtiger ist vorher, dass wir mit uns selbst das ausmachen. Annehmen, wie schlecht wir uns gerade fühlen oder unwohl wir uns gerade fühlen. Und dass wir das erstmal mit uns selbst ausmachen. Wenn wir das geschafft haben, ja, muss nicht zu 100% sein, aber wenn wir den größten Teil abgearbeitet haben, dass wir dann auf die Person zugehen und sagen, hey, das tut mir leid. Was jetzt keine Faustregel sein soll, kann genauso bedeuten, dass du dich erst entschuldigst, obwohl du es noch nicht mal greifen kannst, warum du es getan hast, und dann kümmern sie dich darum. Das geht natürlich auch. Es gibt viele Wege, nicht nur einen. Erwartung und Bewertung bringen uns manchmal an den Rand, gerade wenn wir nur noch funktionieren. Wenn wir nur noch funktionieren, dann kommen wir an den Rand von unserer Geduld. Wann brauchen wir Geduld? Immer dann, wenn wir sie nicht haben. Und da dürfen wir gern mal unsere Gefühle beleuchten, auf einmal hinschauen, weil wir jeden Tag ein anderes Gefühl zu uns selbst und zu dem Tag und der Realität haben. Manchmal sind wir richtig motiviert, manchmal sind wir ein bisschen träge, manchmal stehen wir auf einem Schlauch und denken uns, hä, was? Da kommen wir einfach nicht mit und das ist auch okay. Es gibt Tage, wo einfach vieles schief läuft, wo wir gerne sagen, heute läuft aber auch alles schief. Das stimmt nicht, aber ja, die meisten Sachen laufen schief an so einem Tag und es ist okay. Letztendlich sagt es uns eins, egal in welcher Situation du steckst, schau mal hin, nimm dir mal Ruhe, Raum und Zeit. Erst recht, wenn du die ganze Zeit nur noch am Funktionieren bist, nimm dir die Zeit. Ja, wann soll ich das dann machen? Es gibt eine Toilette, bei der Arbeit, in der Bahn kannst du Over-Ear-Kopfhörer nehmen, ein bisschen abschalten. Ja, oder die Noise-Canceling in ihr Kopfhörer. Kannst du auch nehmen, das geht. Wenn du vor der Tür stehst bei der Arbeit, wenn du vor der Tür stehst zu Hause, draußen, dann bleib mal kurz stehen. Nimm dir mal die Zeit und die Ruhe und den Raum und sag, okay, jetzt gehe ich rein und dann XY. Ja, bei der Arbeit, jetzt gehe ich rein und dann mache ich meine Arbeit und ich freue mich auf die Kollegen. Vielleicht auch nicht. Ja. Und wenn du nach Hause kommst, vor der Tür stehst, das Gleiche machst, hey, ich freue mich auf meine Kinder, ich freue mich auf meinen Mann, ich freue mich auf meine Frau, ich freue mich auf meine Hunde, Katzen, egal was. Oder ich freue mich darauf, dass ich einfach alleine zu Hause bin und meine Ruhe habe. Nimm das als Vorteil, egal welche deine Lebenssituation gerade ist oder fast egal. Du hast fast überall Vorteile. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Alles. Nimm deine Gefühle an, wie sie sind. Guck dir, was du damit machen kannst, was deine Möglichkeiten sind. Wenn du dich gut fühlst, dann notiere dir das. Wenn du dich schlecht fühlst, notiere dir das, warum und wie es dazu gekommen ist und ob es immer wieder mal so aufgetaucht ist. Ist es etwas, was ständig wiederkommt? Dann beleuchte das. Wenn du dich schlecht fühlst, weil du etwas gesagt hast und sich jemand richtig schlecht deswegen fühlt, wegen dir, was berechtigt ist, dann nimm es an. Nimm es an, weil du weißt, du hast es nicht böse gemeint. Es war nicht mit böser Absicht. Du darfst dich schlecht fühlen. Du darfst in die Kommunikation gehen mit dir selber und der Person, die es betrifft. Und spreche mit dieser Person. Nicht aus der Reue an sich heraus im Sinne von, es tut mir so leid. Nein, sag einfach, hey, das war gar nicht so gemeint. Ja, es tut mir leid. Aber nicht so unterwürfig, sondern sag einfach sachlich, es tut dir leid, du hast auch bis das ganze Ding durchgegangen, also ganze Thematik durchgegangen. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, es tut mir leid. So, wenn jetzt ja die Annahme kommt im Sinne von, ja, alles klar, Dankeschön und so. Gut, wenn es nicht angenommen wird, ist das auch okay. Wenn die Person sagt, nö, das war ätzend von dir, okay. Aber du hast dich entschuldigt. Du brauchst nicht mehr in dieser Schuld oder Reue oder sonst irgendwas stehen. Du hast dich entschuldigt, weil du es erkannt hast, dass es nicht richtig war. Punkt aus Ende. Wir leben nun mal in einer Welt mit Bewertung und Erwartung und Druck.
Weil wir uns ständig vergleichen, weil wir ständig Ellbogen ausfahren. Ich muss die sexistische Frau sein. Ich muss der stärkste und hübscheste Mann in der Welt sein. Ich muss so viel Geld verdienen, dass alle anderen den Mund nicht mehr zumachen können. Und es hört gar nicht mal auf. Und trotzdem, gleichermaßen, das ist halt sehr interessant, so ein bisschen Doppelmoral, gleichermaßen viele sprechen davon, fast genauso viele, glaube ich, vielleicht sind es auch teilweise dieselben, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, die Seele zählt, das Herz zählt, der innere Mensch zählt, das Innere an sich zählt. Und siehe mal die Realität an. Menschen trennen sich, weil der hat was Doofes gesagt. Menschen trennen sich in der Corona-Zeit zum Beispiel, weil der eine geimpft ist, der andere eben halt nicht, eine andere Ansicht hat, deswegen wird sich getrennt und. Ja, also es gibt Millionen Gründe, warum Leute sich trennen. Und manche Gründe sind einfach gar nicht mehr nachvollziehbar. Auch aus dem engsten Umfeld von mir gibt es jemanden, der hat einfach. Das ist ein herzensguter Mensch. Heißt nicht, dass er keine Fehler macht. Der wurde einfach so in den Wind geschossen. Für eine Kleinigkeit. Ja, also ich kenne die ganzen Hintergründe und das muss ich jetzt hier nicht ausschlachten. Nur es ist tatsächlich eine Kleinigkeit. Man darf natürlich sagen, ja gut, die Kleinigkeit kann für jemand anderen etwas Großes sein. Ja, ich sage wirklich, das ist extrem beleuchtet worden von beiden Seiten, auch mit beiden gesprochen. Das ist crazy, das ist wirklich verrückt. Was wollen wir denn alle? Wir wollen geliebt werden, wir wollen genommen werden, wie wir sind. Wir wollen Bedeutung haben. Das ist noch viel mehr bei den Männern. Wir wollen mehr Bedeutung haben. Also nicht nur das Thema Respekt, sondern wirklich Bedeutung. Man kann auch vielleicht sagen, wir wollen wichtig sein. Ja, wahrgenommen werden. Und ich denke, wir wollen alle dasselbe. Unterschiedlich intensiv. Aber ich denke, wir wollen wirklich dasselbe. Wir dürfen einfach mehr lernen, bei uns zu sein, die Zeit für sich selbst zu nehmen, Ruheraum und Zeit zu nehmen und gleichzeitig Empathie und Interesse an anderen Menschen zu haben, wie sie denken, fühlen, empfinden, die Realität wahrnehmen und vieles mehr, damit einfach eine Welt entsteht, die für jeden annehmbar ist und schön ist. Und nicht nur dieses ständige 9-to-5 funktionieren. Ja. Die wenigsten Männer können beschreiben, was eine Frau ist. Die wenigsten Frauen können beschreiben, was eine Frau ist oder ein Mann ist. Und das ist crazy, das ist wirklich verrückt. Und ich denke einfach, dass wir viel mehr in Austausch gehen sollten, ohne irgendwelche hinterlistigen Absichten, die oberflächlich sind. Wir sind für mehr hier, als nur zum Funktionieren. Wir sind für mehr hier, als nur mit jemandem ins Bett zu steigen. Wir sind noch mehr hier, als nur der emotionale Prügelknabe in einer Partnerschaft zu sein, indem man jedes Mal den Mund hält oder einfach kein Gewicht mehr in einem Streit hat. Wir sind viel mehr. Ja, und ich denke, jeder darf sich mal an die Nase fassen, auch ich. Jeder darf sich an die Nase fassen und gucken, was kann man noch tun, damit man sich noch wohler fühlt und damit die Realität noch angenehmer und, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, erfolgreicher wird. Damit meine ich nicht das Geld und auch nicht Status an sich. Damit wir ein gutes Beispiel für die meisten Menschen dort draußen sind. Ja, und dann ist es auch einfacher, in der Kommunikation zu sein, denn die Kommunikation ist das älteste Problem oder Hindernis der Menschheit. Denn nur dadurch haben wir immense Probleme, Herausforderungen und Hindernisse. Und ich denke, damit beende ich das Ganze jetzt spontan einfach. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Bleib achtsam mit dir selber. Bleib auch diszipliniert. Mach dir klar, dass alles mit dir selbst beginnt. Und ich denke, dass wir alle die beste Möglichkeit für uns selbst sind, ein besseres Leben zu kreieren und damit eben halt das auch weiterzutragen, andere zu inspirieren, das genauso zu tun, aber einfach auf die eigene Art und Weise. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, du hast wirklich was mitnehmen können. Ich freue mich über, nennen wir das bei Spotify, ein Follower ist es ja nicht, ne? Abonnenten. Ich freue mich über alles, was positiv ist. Also von daher, Dankeschön für deine Zeit. Lass es dir gut gehen und ich sage einfach ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.